Na, nice. Sehr gut. Dann würde ich sagen, hier durch und den ganzen Shit einsortiert. Und ich würde, ja, ne, das passt alles hier gar nicht mehr rein. Ich habe eine Idee. Ich mache mal so und stack hier alles rein. Nehme dann hier den ganzen neuen Stein raus. Den mache ich nämlich hier nur, tatsächlich nur in diese Kiste. So, weil wir davon so viel haben, ne? Und diese Knochen haben wir eigentlich auch recht viele. Ich würde das sogar vielleicht schon ein bisschen sortieren. Keine Ahnung, irgendwie so. Was ist denn mit dem, mit diesem Zeug? Das haben wir hier noch gar nicht. Das hier, Holzkohleharz. Vor langer Zeit in Brand gesetzt. Er kann immer noch brennen. Mhm. Gut. Und das neue Holz. Mhm. Ich gehe mal durch. Hör damit. Kein Platz für eine Tara. Es ging aber schnell. Halt, warte mal. Stein und Holz. Ja. So. Dann kann ich Grausten nämlich mitnehmen. Und hier oben reinschmeißen. Wie wir das nachher richtig einsortieren, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. So. Münzen, Holz, Knochenfragmente, Trophäen. Gut. Was liegt da? Ach, der Stab der Spaltung. Stimmt. So, alle hier rein. Und Grausten hier rein. Und haben wir hier sonst noch irgendwas Neues? Ja, das hier. Topfscherbe. Außerdem haben wir hier ein bisschen Weichgewebe gefunden. Gold. Federn. Holz. Stein. Dann hier noch Stuff, den letzten Rest. Her damit. Klebt da oben noch was? Nö. Gut. Dann noch mehr von diesen Knochen. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich jetzt mittlerweile. Ja, und die Kiste ist voll. Und hier rein. Und die Samen, ja, eigentlich hier. Soll ich schon mal anfangen, so ein bisschen einzusortieren? Theoretisch ja. So, die Knochen da rein. Und dieser Trank hier, den baller ich einfach mal weg, weil das ist Müll. Den brauchen wir nicht. Und wir gehen nach unten und packen den Barren hier rein. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz nach oben. Reparieren den Hammer. Also, beziehungsweise wir reparieren mal alles. Tatsächlich. So. Und die Axt ebenfalls. So. Das machen wir so und so. So, ne? Ja. So ist sie richtig. Den Feuermet packe ich mal wieder hier rein. So. Und dann bringe ich mal kurz oben an der Rüstkammer unser ganzen Stuff wieder an. Damit wir immer alles schön griffbereit haben. Oh! Wir müssen Augen nachfüllen. Ja, hier ist nur noch einer drin, ne? Ja. Dann machen wir das gleich mal, wa? Mal wieder ein bisschen Haushaltpflege. Weil das macht sich ja nicht von allein. Wie man weiß. So. Okay, außer mein Mann. Der weiß das nicht. Also ich habe keinen Mann, ne? Aber ich glaube, ihr kennt den Song. So, den Stab. Wo packe ich denn rein? Ich packe den erstmal hier rein. So. Und den Hammer hier hin. Den einen Hammer, ne? Wir nehmen den mit Stufe 3, weil der hält länger. So. Und so. Perfekt. Ich würde sogar tatsächlich den Met erstmal wieder in unsere Garderobe packen, damit wir auch da mehr Platz haben. Also zack, zack, zack. Außerdem die Krone wieder an. Zack. Sehr gut. Da den Gürtel hier hin. Stimmt, das war ganz anders sortiert, ne? Das war so. Und hier die Cap. So. Hervorragend, weil wir haben doch jetzt einige neue Sachen, die wir bauen können. Und da würde ich mal ein bisschen rumprobieren. Wir waren jetzt die ganze Zeit in den Ascheland. Wir haben jetzt fast alle, also sehr viele verschiedene Ressourcen gesammelt. Ich frage mich, warum es noch keine neuen Erze gibt. Gibt es keine neuen Erze? Es gibt hier dieses Flammenkernerz. Aber wir haben das aufgenommen und irgendwie keinen
keine neuen Rezepte gekriegt. Ich guck mal kurz nach. Ist hier irgendwas dazugekommen? Verkohlter Pfeil. Der ist tatsächlich besser als Chitinpfeil, ne? Ja, oh ja. Oberschenkelknochen gestützt und der ist hart wie Metall. Mhm. Schwarzmetallbolzen. Ja, den Rest kennen wir schon. Oh, Kapuze von Ask. Als erster Mann von Midgard wusste Ask, dass es wichtig ist, nicht allzu viel Aufsehen zu erregen. Rüstung 28. Ist hier noch irgendwas neu? Nee. Rüstung 28. Was hat denn dieser hier? Rüstung 19. Das ist wohl dann die neue Magierüstung, ne? Askwinhaut. Und hier bei dem brauchen wir Askwinhaut auch. Und Lockspelz. Ask. Aber Ask ist wahrscheinlich Kriegerbild, ne? Gehe ich mal von aus. Interessant, da gibt es jetzt eine Kapuze. Weil, wenn ich den vergleiche mit dem Chitinhelm, ja, der hat aber weniger als der Helm. Ich glaube aber, der hier reduziert nicht die Geschwindigkeit, ne? Die Leute werden dich vielleicht als Riesenameise bezeichnen. Aber das tun sie auch nur einmal. Gut. Was haben wir denn in der Schmiede Neues? Wahrscheinlich nichts. Würde mich wundern. Traugefangzahn, nee. Also ich kann natürlich jetzt hier durchgucken, aber ich glaube, das ist umständlicher, als wenn ich hier einfach gucke. Aber hier ist natürlich nichts, das war ja die alte Schmiede. Hier glaube ich auch nicht. Basaltbombe. Wird bei ausreichender Hitze nach der Explosion fest. Hä? Okay. Katapultladung. Rauchbombe. Jeder weiß, dass man Rauch nicht einatmen darf. Ah, das macht so ein Gift. Dingens. Ist wahrscheinlich die bessere Schleimbombe, ne? Kann das sein? Ja, die hat auch ähnliche Statistik. Hauen 5, Ausdauerverwertung 8. Hauen 5, Blockrüstung 2. Hä? Ist genauso gut. Aber wahrscheinlich ist der Buff hier besser, ne? Mit ziemlicher Sicherheit. So, ansonsten, was haben wir hier noch? Da! Grausten Payload. Let's use this catapult. Make sure nothing fragile is in the way. Mhm. Payload. Fischerhut, ja. Das kennen wir schon. Ja, ansonsten ist hier nichts Neues. Hier kennen wir schon die... den Schildkern. Wie fängt es an zu frieren? Fängt es an zu frieren? Oh. Oh. Schadensmultiplikator sehr schwach versus Feuer. Schwerkraft ist nur noch ein entropischer Effekt. Falltempo verlangsamen. Fallschaden minus. Sprunguhr plus 20. Ist das so? Tatsächlich. Okay, Sprungausdauerverbrauch minus 20%, verstehe. Aber wir sind nicht mehr vor Kälte geschützt? Müssen wir jetzt dann immer wirklich auch unseren Umhang wechseln? Wenn wir zum Beispiel ins Gebirge wollen? Ja, resistent gegen Eis. Resistent gegen Eis. Leinenumhang hat das nicht. Fischbullumhang auch nicht. Krass. Okay. Naja, gut. Totenbeschwörer. So, Stab der Spaltung haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Hose von Embla. Wir könnten theoretisch die neue Embla... Oh, da müssen wir die Reptilienhunde killen, ne? Oh Mann, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber gut, das war jetzt mal nur eine kurze Exkursion, was wir für neue Bauoptionen haben. Da würde ich allerdings noch warten, bis wir viel, viel mehr Ressourcen haben. Was ich aber mal gucken wollte, das mache ich gleich. Erstmal gehen wir pennen. Also erstmal gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen mal direkt nach unten. Beziehungsweise, warte mal. Ich wollte nämlich mal hier gucken. Hier haben wir doch auch eine ganze Menge neues Stuff gekriegt. Wir haben das hier auch als Stapel. Sieht ganz interessant aus. Wie so ein Scheiterhaufen. Interessant. Und ansonsten haben wir hier irgendwas anderes Neues. Das Schiff halt natürlich, das kennen wir schon. Und den Schildgenerator. Bei Herstellung, da kennen wir die Handwerkspresse schon. Ansonsten ist hier nichts Neues dazugekommen.
Nee. Nö. Und jetzt bei Bauen nämlich haben wir einmal das alles. Hier ist Eisen. Deswegen Wendeltreppe. Hier. Oh. Aha. Das ist ja Hammer. Das sieht voll geil aus. Aber ist auch teuer, ne? Und die hat man auch in klein. Interessant. Archspur. Ah, für so... Finde ich ganz gut, dass es nicht so groß ist wie die. Sondern nur so einen kleinen Bogen hat. Mhm, mhm. Oh. Das sieht geil aus. Was haben wir hier? Decorative Window. Ja, das haben sie im Dingens gezeigt. Das hatten sie in der was heißt, wie heißt das nochmal? In einem Update. Also so eine Preview. In der Preview haben die das gezeigt. Das wollte ich sagen. Mein Mund wird wieder fusselig, ne? Geht schon wieder los. So, warte mal. Ich will mir mal kurz hier ein Stack rausnehmen und den hier. Hä, ist das alles an Aschenholz? Okay. Hab mir nämlich überlegt, dass wir die Geländer, die wir haben, irgendwie vielleicht hübscher machen können. Aber dafür brauchen wir auch einen, der halb ist. Ja? Und den haben wir nicht. Also können wir das vergessen. Ah, diagonales Holz. Auch ganz geil. Ach so, das ist einfach einmal ein Meter. Mhm. Das ja, Hammer. Das könnten wir zum Beispiel oben anstatt unsere Gitter benutzen. Wir haben endlich etwas, wo man durchgucken kann, was nicht aussieht wie... Da. Was aussieht wie Knast. Ah, hier haben wir noch einen großen Arch. Der sieht ja auch geil aus. Mit diesen Verästelungen. Aschenholzbalken, der ist einfach nur grau. Mhm. Pfosten, das kennen wir auch alles. Dann hier die Balken und das. Sieht schon irgendwie aus, als ob da eine Textur fehlt, ne? Oder? Sieht aus, als ob es so eine Textur wäre. Ich baue mal so, mal gucken, wie das aussieht. Schon echt hübsches Holz, ne? So schön glatt. Mag ich. Oh. Ah, eine 1 Meter breite Treppe. Das ist ja geil. Ja. Praktisch, praktisch. Sehr gut. Das wären die ganzen Holzsachen. Ja, hier könnten wir zum Beispiel tatsächlich das Eisen ersetzen, ne? Wollen wir das machen? Ah, dafür habe ich gar nicht genug Holz. Nö. Können wir theoretisch später machen. Aber was mich auch noch interessiert hat, war schwerer Bau. Oh. Steile Graustreppe. Hm. Geile Staustentreppe. Ich gehe mal kurz nach unten. Und weiß ich nicht, ich fabriziere hier einfach mal irgendwas. Mal gucken. Ich baller mir mal das hier. Und was mich auf jeden Fall sehr interessiert, ist das hier. Weil das sieht ja sehr geil aus. Ehrlich gesagt. Aber mal gucken. Die Treppe sieht so aus. Mhm. Kann man da auch einfach... Muss man da jumpen, um da hochzukommen? Ja, ne? Nee. Also schon klar, die erste Stufe, ja, aber... Ja, man hopst so hoch. Das ist wie eine Leiter. Mhm. Da ist eine normale Treppe. Die sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Standardtreppe, ne? Ja, nee, doch nicht. Schon anders. Graus Boden. Oh! Richtig schöne Fliesen sind das. Hm. Schick, schick. Oh, sogar ein 4x4 Boden.
Kannst du gleich ein bisschen größer denken. Ja, das hält natürlich nicht, ne? Ich könnte aber so machen und so. Ey, das ist voll hübsch. Auch mit diesen Flecken drauf und so. Sieht ganz geil aus. So. Mhm. Und hier mache ich mal diese Säulen. Ah, da bappt die sogar an die Ecken an. Eine fette Säule. Mhm. Wie sieht das aus, wenn man die kombiniert? Ah, und ein Zentrum ist neu. Aha. Hat was, ne? Was haben wir hier? Konisch. Ah. Konisch und nochmal umgekehrt. Oh, das ist hübsch. Hat übelst was von Moria. Ne? Da kann man jetzt richtig ausrasten, wenn man Moria nachbaut. Oh, eine Säule, die... Das ist ja absurd. Eine Säule, die so diagonal ist. Warte mal. So. Das weg. Das dran. Und dann nochmal so dran. Nicht das. Nee, ne? Doch, wenn ich so mache. Hat man so eine geometrische Figur. Interessant. Oh, wir haben keinen Graus mehr. Warte mal, ich mach mal hier die Säule weg. Ja, nur ein bisschen rumprobieren, ne? Also, einfach nur mal gucken, was es so gibt. Oh, geil! So ein Bogen und nochmal ein groß. Boah, geil! Das würde sich zum Beispiel hier anbieten, ne? Obwohl, ich finde es eigentlich ganz geil, dass unser Hain so natürlich belassen ist. Und dabei sollten wir es, glaube ich, auch lassen. Aber es ist auf jeden Fall richtig geil, dass das geht. Und vor allem, die sind auch damit passend, ne? Also kann man auch... So. Naja. Rund ist das jetzt nicht. Aber gut. Oh, und was haben wir hier? So ein Ding. Hm. Schick, schick. Und nochmal das Gegenstück dazu, ne? Ja, die Wölfe wollen wieder nach oben. Keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, weil sie vom Gebirge kommen. Das verstehe ich nicht so ganz. Sollen das so Dachstützen sein oder wie? Da kommt man auch nicht hoch. Stimmt, sind ja auch 45 Grad. So, ich mach mal weg. Damit wir wieder ein bisschen Stein auf Tasch haben. Du gehst mal weg, Süßi. Und... Hier haben wir noch das hier. Ah, einfach so ein Mauerstück. Hey, da kann man richtig geile Sachen machen. Hm. Ein großes Stück. Aha. So. Ein sehr langes Stück. Finde ich richtig gut. Dass sie auch so größere Sachen jetzt anbieten. Damit du, wenn du zum Beispiel so baust, dann nicht immer diese Kante zwischen hast, ne? Sondern das ist richtig schön. Oh, das sieht voll schön aus. Der neue Stein. Sehr, sehr schick. Und geil, mit Fenster. So eine Schießscharte. Apropos Schießscharte, kann ich da auch durchballern? Ja, ich habe jetzt leider keinen Pfeil und Bogen. Ich probiere mal. Ach, Alter, erforderlich. Ja, komm. Ja, tatsächlich. Da kann man durchballern. Interessant. So, weg damit. Und jetzt kommt das Geilste, weil ich finde, das sieht so hammer aus. Grausten Dach. Voll geil. Ah, verstehe. Wenn wir unser Dach damit ersetzen wollen, können wir das nicht so leicht. Weil die ja aus Stein sind. Na klar. Das hält ja gar nicht. Ne? Das hält nicht. Kann ich vergessen. So, kann das mal einkrachen, bitte? Dann helfe ich ihm nach. So. Das will ich mal kurz ausprobieren.
Lass uns mal einen Dachziegel ersetzen. So, ab nach oben. Oben. Zapfi, na? Wieder am Stolzieren. Und die hier tatsächlich, die können wir ersetzen. Aber Dach. Ja, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Gedacht. Oh, außerdem gibt es gar nicht das... Dieses Dach, was es so, so eine Zack-Zack hat. Ne? Also so eine First gibt es nicht. Aber dafür solche Ecken. Oh! Damit man die so ineinander machen kann, oder wie? Damit ich solche sagen kann. So und... Ja, ich weiß, das kracht gleich ein. Ich will nur kurz gucken. So? Ja, ne? Oh, schick, schick. Gut. Aber ich will mal kurz gucken, wenn ich... Oh, es gibt außerdem nur 45 Grad. Ja, dann geht's ja erst recht nicht. Schade. Ich wollte unser Dach damit ersetzen. Weil ich finde, das sieht voll Hammer aus. Und also ich mag die Ziegel zwar auch, aber ich finde, die hier passen viel, viel besser zum Turm. Ne? Wenn ich die zum Beispiel hier drauf bauen würde, weil da ist ja Eisen, kracht das trotzdem ein, ne? Oder? Ich warte mal kurz. Ja. Ja, können wir vergessen. Schade. Aber gut, ich gehe da mal kurz wieder in das Lager hinein. Und würde dann tatsächlich, ich habe ja jetzt auf To-Do das Dach geschrieben. Das ändere ich mal. Oh. Ach ja, er hat ja nicht gespeichert. Ich muss die ganzen To-Dos nochmal. Gut. So viel dazu. So, Steuerung A, kopieren. Und was war das denn nochmal? Shit, ich habe es jetzt schon weggestrichen. Werkstatt. Und Rüstkammer. So. Einfügen. Und was war das noch? Neue. Da erstmal neues Essen. So. Und neue Tränke. Warte. Machen wir es richtig, Valheim. Neuer Met. So. Und hier mache ich, da habe ich Dach hingeschrieben. Da mache ich stattdessen Aussichtsplattform. Ne? Dann können wir das ersetzen. Sehr gut. Und das waren nur einige von den To-Dos. Boah, Alter. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum Beispiel den müssen wir auch noch nach da unten bauen. Aber ich frage mich auch, was wir für die Erweiterung für den hier brauchen. Das will ich eigentlich wirklich als nächstes priorisieren, damit wir unseren Froststab besser machen können und auch das neue Gear kriegen, ne? Alter, 15. Wie viel Alter haben wir denn vorbereitet? Ist ja nicht so viel, ne? Komm. Da bereite ich jetzt schon mal vor. Ach ja, und wir können natürlich das wieder reinhauen. Und das hier. So. Sehr gut. Und ich bereite weiter Eiter vor. Weiter Eiter. Manchmal liebe ich die deutsche Sprache. So. Zugemacht. Aufgemacht. Reingemacht. Und zugemacht. Und dann mir in die Hose gemacht. Entschuldigung. Ah, Plusti. Hängst du an Zapfis Lieblingsplatz? Ah, da kommt er doch. Süß. Ja, ne, diese Ecke. Keine Ahnung, was mit den Viechern ist. Vor allem, was pickst du denn auf dem Holz rum? Haben wir etwa Holzwürmer oder was? Termiten? Nein, unsere ganze Bude besteht aus Holz. Boah, das wäre auch so krass, wenn es zum Beispiel Sachen brennen könnten oder so. Shit. Oh Mann. Gott sei Dank passiert das nicht. Gott sei Dank geht das nicht. So. Und übrigens mit der Uhr. Da will ich auch nochmal reworken. Das schreibe ich auch mal auf To-Do. Weil. Zwar ist das so ganz schick. Warte. Mit diesen Icons. Aber. Ich bin ganz ehrlich, es ist doch schwerer zu lesen.
Das meinte auch Maria. Und in gewisser Weise hat sie da recht, weil man muss dann immer genau hingucken. Ich würde das einfach ändern in Sonnen, also irgendwie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder irgendwie, ich würde das auf jeden Fall anders machen. Morgens, mittags, abends und dann in den Zwischendingern, ne, morgens, mittags, abends und dann hier zum Beispiel spät und da früh oder irgendwie so, ne? Weil das mit den Icons ist zwar cool, aber... Nö. Keine Ahnung. Aber wir sind jetzt schon bei fast 3 Stunden Aufnahme. Und ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Deswegen möchte ich nicht allzu viel in einer Fuhre aufnehmen, ne? Weil wenn ich jetzt hier 10 Folgen aufnehme und ihr schreibt mir bei der ersten irgendwas, dann müsst ihr 10 Tage warten, bis ich darauf reagieren kann. Ihr versteht schon. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.